So, Freunde, heute mache ich hier noch eine Runde weiter, Attraktivität ihrer damit Stadt ich mir dann hat meinen sich Urlaub überlegen verändert. kann, was ich in meinem Baumeisterspielstand dann anfange. Denn hier weiß ich ganz genau, was ich noch wollte. Pendlerkarriere 30. Was mache ich denn hier? Zack, zack. So, hier muss ich erstmal weiterbauen. Hier brauchten wir den Pendlerkai. Hier ist noch die Überlegung. Hole ich? Das wäre eigentlich clever. Wenn ich mir noch so ein Frachtschiff besorge, der von hier aus dann Wurst und alles mitnimmt. Wurst, Brot, von mir aus auch Seife. Und das hier alles rüberschleppt. Und dann direkt hier verkauft. Ich biete Ihnen wie Wäre immer eigentlich gar meine nicht blöd. Bescheidung. Wäre eine gute Idee. Weil das ist heute erstmal mein Ziel. So, die Insel gehört mir ja auch erstmal. Ja, und wozu war die jetzt eigentlich noch gut? Momentan reicht das ja hier mit dem Schweinchen. Steht noch kein Schiffchen. Ja, dann bauen wir jetzt erstmal ganz gemütlich. Ganz gemütlich weiter. Die Pendlerkai werden teuer, das ist mein größtes Problem. Dass wir das finanziell auch stemmen können hier, was wir hier vorhaben. Fisch sieht ja gut aus. Fisch ist ja echt kein Problem. Na komm, lassen wir das erstmal so stehen. Obwohl, den können wir erstmal abreißen, den brauchen wir doch bestimmt nicht. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Jeder ist hier für den anderen da. So, erstmal den Pendlerkai einplanen. Also platzmäßig ist das ja jetzt nicht so toll. Natürlich passt das nicht, auch komplett nicht. So, jetzt. 20.000, 1000 Unterhaltskosten. Ich glaube, der erste ist zwar umsonst vom Einfluss her, aber kostet mich doch 1000. Das heißt, wir brauchen 2000 Umsatz. Wir müssen jetzt hier 2000 Umsatz erwirtschaften. Wenn wir das nicht kriegen, dann läuft's nicht. Wir könnten allerdings in der neuen Welt, wir bräuchten dieses neue Schiff. Und diese Insel wollten wir auch nebenbei kaufen. Viel Geld brauche ich ja dafür nicht, aber wir brauchen ja Geld. Ist momentan noch kein Schiff im Angebot. Und wir haben auch momentan nur noch zwei Schiffe hier zur Die Insel Verteidigung. eines Konkurrenten hat einem Angriff Was haben wir denn hier? standgehalten. Hey, das ist wieder so ein Item, was kaputt geht. Na komm, sammeln auf. Oh, 16 Stecker Kanonen. setzen. Nehmen wir. So, mit O. Wie geht's? Von Das vorne läuft anfangen? erstmal. Na gut. Ja. Wie schön in dieser Zeit zu leben. Geldmäßig ist das hier alles Nichts ganz weniger als okay. desaströs. Ein Bankhaus. Würde uns das genug Geld bringen, wenn wir jetzt hier ein Bankhaus hinklatschen? Das kostet ja, ich will gar nicht wissen, wie viel das kostet. Das wird jetzt ja kein Zucker lecken. Halt ich mit der Kuppel in der falschen Kategorie hier. Achso, das hat man noch gar nicht freigeschaltet. Ja, das ist traurig. Aber das Clubhaus, das könnten wir rein theoretisch bauen. Wenn wir genug Platz hätten. Will ich das in die Mitte stellen? Ich kann es auch erstmal außen hin klatschen. Ist doch erstmal Jacke wie Hose, oder? 50.000, ihr seid doch verrückt. Gut, fahren wir nach Hause. Wir müssen irgendwas verkaufen. Ja, dann nehmen wir erstmal Tempo auf. Unsere Würstchen sind etwas knapp. Wir brauchen noch mehr Wurst. So, wir brauchen jetzt hier einen Gesamtbeitrag von, lassen wir 100 mal in der Kapazität. Hier lassen wir auch 100. Dann, warte mal, der Festbetrag müsste 100 sein. 100 und ab 100 Verkauf. Warte mal, hier unten muss die 100 stehen. So, weil das muss jetzt alles nämlich klappen. 100.
100, 100. Nein, nicht 200, 100. So. Dann können wir Wolle hier produzieren. Machen hier quasi eine wirklich eine reine Bauern-Arbeiterinsel. Alles, was wir hier so brauchen, was wir hier noch auf der Insel brauchen. Weil sonst kriegen wir das rein von der Kapazität nicht hin. Weil die Menschen noch nicht genug gelitten haben? Ach, jetzt halt doch mal die Klappe. Du bist mir doch bestimmt schon wieder ganz böse. Verdammt! Nein! Ach, komm schon. Ich bin nun mal ein alter Dickkopf. Das behalten wir schön für uns. Hauptsache mit ihr bin ich erstmal befreundet. So, die Bilanz ist erstmal akzeptabel. So, dann wollen wir doch jetzt mal ganz langsam hier die Botanik ausfüllen. Wie kriegen wir das am besten hin? Kriegen wir das noch anders gestellt? Es kommt doch an, wie wir das jetzt hier verteilen. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So. Boah, das ist schon ganz okay so. Das soll ja keine Wissenschaft werden. Zack. Der passt da noch ein Weg hin? Ja, ich könnte die da auch ranschieben, aber das ist jetzt überhaupt hier gesprungen. So, mehr Häuserchen. Das sieht jetzt ja alles ein bisschen gestreckt aus, die Nummer, aber das ist mir alles egal. Komm, mach mal viel Holz. Ja, rein theoretisch könnten wir hier auch noch ein bisschen mehr Holz machen, aber nachher ist der Platz eh weg. Und das wächst hier sowieso jetzt nach und nach. Ja, die Frage ist, noch ein Rathaus hier hinklatschen? Ja, ne? Ein Rathaus, ja. Ein Feuer ist ausgebrochen. Komm, wir brauchen ein Rathaus. Was fehlt uns denn dafür noch? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Dann musst du nach darüber rücken. Ja, hilft nicht. Weil wir müssen ja den... Wenn, dann müssen wir den ganzen Umkreis ja schon nutzen, ne? Also... Alles, was hier irgendwie... Hat sich verringert. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Zack. Die Flammen wurden gelöscht. Wie viel passen da? Oh, das ist schick. Das passt. Und wie das passt. Zack. Schiff unter Beschuss. Wer schießt auf mich? Wer sucht Streit? Und irgendwas, was wir verkaufen können. Irgendwas. Ja, den Quark. Das können wir verkaufen. Diesen Friedensbrief. Alles verkaufen. Vorsetzen. Ein paar Mal aus, verkaufen. Gibt es hier sonst noch irgendwo was? Ah, da liegt jetzt. Sehr schön, hinfahren, holen. Genau, wir halten uns jetzt momentan mit Treibgut über Wasser. Boah, ich krieg Geld geschenkt. Du bist ein guter Mensch. Das ist ja toll. So, Holz brauchen wir. Du wirst dir schon bald einen Namen machen. Noch mehr Eisen? Nö. Ich bin nicht sicher, ob dieser Kampf sich noch lohnt. Ruhe. Ich verstehe. Komm erstmal hier rüber. Du verkaufst das. Ganz gemütlich. So, wenn wir jetzt hier so ein Rathaus reinbauen. Brauchen wir Holz nur noch, ne? Ja, wir brauchen nur noch Holz. Gut. Dann könnten wir hier alle Gebäude... Oh ja, ich habe hier oben vergessen. Toll, schön verkackt. Danke sehr. Kommt vor. Dumm gelaufen. Trottel. So, wie kriegen wir das Problemchen hin? Dann lassen wir es erstmal so. Können wir das noch irgendwie anders stellen? Könnte so machen, würde auch vom Prinzip her keinen Unterschied machen, aber
Ja. Und das macht hier einen Unterschied. Kriegen wir das vielleicht so gestellt? Nee, kriegen wir nicht. Das war schon gut so, kommen wir nur zurück. Die Frage ist natürlich, ob die alles abkriegen. Nein, kriegen die natürlich nicht, aber gut, ist erstmal ich auch noch nicht Stein geflasht. So, jetzt sieht die ganze Sache doch bestimmt schon ganz anders aus. Ja. Da kommt Holz, das ist schon mal schön. Fisch haben wir hier schon mal. Wir brauchen jetzt im Prinzip nur noch ein Schiff. Hat sie vielleicht nicht noch schon wieder ein neues Schiff anzubieten, irgendwo hier so? Wäre voll krass, Alter. Haben wir nicht. Schade. So. Ach ja, mit ihr sind wir ja gar nicht befreundet. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Aber ich kann rüber gucken. Hier. Zack. Damit erwerben sie auch große Verantwortung. Ja, ja, Klappe. Ruhe hier. Mit diesen Beschwerden. Zack, alles verkaufen. Das hat er gar nichts gebracht an Geld. Gibt's hier irgendwas? Krankheitsgefahr. Einkommen durch Schnaps, hier oben und Sekt. Danke, dass du getauscht hast. Genau im falschen Moment. Unverschämtheit. Brauchen wir alles nicht. 20%, 20% Effektivität. Brauchen wir nicht. Arbeitskräfte plus 30%. Einkommen, ja, episch. Ja, können wir uns nicht leisten. Vergiss es. Ich bin das Werkzeug, das Gottes. Nee, können wir nicht machen. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Wir haben gar kein Geld. Das ist aber dumm. Wir haben gar kein Geld. Wir haben gar kein Geld. So, ja, das ist auch schön. Können wir hier vielleicht irgendwas kaufen? Zur Verfügung, falls Sie jemals eine helfende, wenn auch leicht arthritische Hand 26.000. Das hört sich gut an. Aufstandsgefahr, zusätzliche Einkommen für Universitäten, Schulen. Reichweite. Bis 15%. Komm erstmal her, Schiffchen. Du bist doch nicht so weit weg. Komm mal ran hier. Wir wären dann soweit. Diese Zufriedenheit. Wir müssen das machen. War das jetzt schon Zensur oder Kollege Willibald wird jetzt ganz böse sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber du kannst keinen Krieg mit mir anfangen, weil wir haben einen Nicht-Angriffspakt. Na, 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 na. Jetzt ernsthaft? Ah, es ist heute wieder. Sie haben an Einfluss gewonnen. Wenigstens kriege ich jetzt Geld. Gut, dann fährst du jetzt erstmal runter, lädst wieder irgendwas ein. Das kann. Pflicht erfüllt. Kann auch eigentlich er übernehmen. Was haben wir denn momentan in Überfluss? Eigentlich das, was wir immer in Überfluss haben. Sind unterwegs. Ich könnte auch einen legendären verkaufen, dann hätte die Sache ja schon was, ne? Dann hätten wir ganz locker wieder Geld und dann würde hier alles ganz flüssig laufen. Was fehlt euch jetzt? Ach so, es reicht also nicht ganz. Dann noch wird die Produktion hier nicht umgelegt. Das ist das Schiff unter Beschuss. Das Traurige hier. Würdest du bitte damit aufhören? Haust du ab? Na, wie ist das so, hä? Wenn der Dicke kommt. Der Dicke ist halt ein Asi, ne? Was gibt's da Schönes? Ja, nein. Es ist mal wieder soweit. Kapitän Richard. Bewegungsgeschwindigkeit plus 25. Oh Gott, ist der lächerlich. Alter, ist das wieder krank heute. Hier fahren wir weiter mit deinem legendären. Viel Spaß damit. Das ist so lächerlich. Du schießt ein Schiff ab und wirklich jede zehnte Schiff kriegst du hier. Oh, wer wird denn hier versenkt?
Schieß ihn ab, komm. Komm, ich fahr schon hin. Ich fahr schon hin zum Einsammeln. Das ist hier eine sehr schöne Passage, die ich hier habe. Rindfleisch, ja, bringt's nicht wirklich. Aber das ist schön, dass wir es da haben. So. Das haben wir schon hier. Siehst du, guck, das nehmen wir jetzt erstmal mit. Das ist ja erstmal schon mal schön. Dann nehmen wir nochmal Holz mit. Hey, sie. Bleiben Sie doch mal stehen. Jetzt entspann dich doch mal. Halt. Nicht die Holz, sondern der Holz. Das Holz. Die Holz. Ich bin das Werkzeug, das Gottes urteilt. Sie sind eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit. Nein, ich will das mit der Krankheitsgefahr nicht haben. Schiff unter Beschuss. Zufriedenheit, Aufstandsgefahr. Ich will sterben, aber nicht heute. Nein, lass mich in Ruhe. Es ist hier zum Verzweifeln. Die wollen unbedingt, dass ich den legendären verkaufe. Mach ich aber nicht. So mal wieder Streit, hä? Lässt du ihn wohl in Ruhe, mein Schweinchenfrachter? Die müssen ihn doch jetzt abknallen, oder nicht? Ach, jetzt wird wieder abgehauen! Vom Hafen vorbei. Ich war's nicht. Alter, ja, stimmt ja. Er hat ja hier noch. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Gut, verkaufen. Stimmt ja, die Insel war ja übernommen. Ja, apropos, haben wir hier noch was im Petto? Ja, ne, ich sing Halleluja. Ja, episch. 55.000. Ich habe Geld gefunden. Ach, ist das herrlich. Verdammte Scheiße, daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. So. So, erstmal das Büchlein rein. Warte, wie viel hat das denn jetzt gebracht? Das bringt erstmal noch gar nichts. Zufriedenheit. Zusätzliches Einkommen plus 5. Einwohner bringt zusätzliche Einkommen aus Schulen und Universitäten. Ich lobpreise jeden Tag. Wir haben aber noch keine Schule und Universität. Das ist also erstmal Quark. Haben wir den eigentlich zweimal hier drin? Haben wir den? Und hier sind die Arbeitsdinger drin. Der hat den hier nicht drin. Also der schon, aber der nicht. Wenn wir den jetzt rausnehmen, dann hätten wir 15% weniger Arbeiter. Wenn wir ihn aber durch Schnapsbier und Rum, nee, den können wir auch nicht ersetzen. Und den sowieso nicht. Naja, das ist schon ein bisschen, nicht? Das ist schon, ja. Ich biete Ihnen, wie immer, meine bescheidenen Dienste an. Wer will denn Kirche haben? Einkommen minus 5. Wer sucht sich denn so einen Quark aus? Jetzt will man mal mit Gewalt ein Item bekommen und jetzt kriegen wir keins. Hier, fahr rüber, hol was ab. Ist ja furchtbar. So richtig bin ich mit dieser Bauweise hier aber auch noch nicht zufrieden, ne? Wenn ich den jetzt anders hinstelle, dann sieht es auch scheiße aus. Gut, lassen wir es erstmal so. Das wäre alles so wunderbar. Trüge ich nur ein BH. Ha, ich habe. Ach, ich habe doch meine Notlösung für alles. Feuerwehr, wo brennt's denn? Ich wollte hier eine zweite Feuerwehr haben. Jetzt passt. Jetzt kommen wir nämlich hier schön Kante an Kante. Ich meine, das ist jetzt keine Wissenschaft, aber lass mich raten. Er steht jetzt genau drin. Ja, komm. Das ist jetzt schlecht. Hey, Sie. Sie können auch bestimmt auch woanders arbeiten. Bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Hier, mach mal kurz so.
Jetzt arbeiten Sie erstmal hier hinten weiter. Ich lasse mir bei Gelegenheit was einfallen. Ach, das ist so. Hm. Könnten wir auch noch vorher hinten sitzen. Ja, das ist, Doch anders. Komm, ist nämlich scheißegal. Hauptsache, die Straße geht hier schön mittig durch. Dann passt das aber hier mit der Ecke nicht hin. Das gefällt mir dann aber. Das ist doch scheiße dann. Ja, wir lassen es so. Wieder abgerissen, wieder neu gebaut. Komm. Dann lassen wir es halt. Das löst aber das Problem hier nicht. Hier würde ich ja gern, aber... Obwohl, dann lassen wir es halt so. Muss ja jetzt keine Rieseninsel sein. Wir könnten ja auch hier noch irgendwas produzieren. Was können wir denn hier machen? Wir könnten die Wolleproduktion von hier rüber produzieren. Also dann könnte man, wenn man wollte, könnte man hier die Wolle produzieren und dann hätte man Wolle hier. Ne? Die Arbeitskleidung. Die müsste man nicht mehr von da verschipfen. Weil dann ist die ganze Sache ja... Momentan haben wir ja erstmal Geld. Wir könnten jetzt rein theoretisch die Pendlerkaja anschließen. Ne? Wenn wir den Stahl hier hätten. Hey, Sie fahren Sie mal los. Sie haben ja auch genug Legendäre dabei. Wo hast du noch einen für Geschwindigkeit? Ja, hier bleiben Sie mal stehen. Hier kriegst du den so lange. Pass gut drauf auf. Neue Befehle? Hier fahren wir eine Runde. Schiff unter Beschuss. Der will jetzt schon wieder was. Ich würde dir raten, lass ihn in Ruhe, der andere kann jetzt flitzen. Volle Segel. So. Das ist jetzt alles hier gar nicht so einfach. Ich sitze hier komplett auf dem Schlauch. Aber so richtig. Brillen, die brauchen wir noch. Die können wir nicht einfach wegwerfen. Also die wären schon ganz nice, wenn wir die behalten. Der fährt jetzt erstmal hier hin. Dann gucken wir in der neuen Welt. Wie läuft's hier? 10 Minuten, Junge. Dann geht's aber los hier. Können wir hier schon ein neues Schiff kaufen? Keins da? Alles leer gekauft hier. Ist aber traurig. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das können wir nicht mehr mitnehmen, weil wir zu viel dabei haben. Verkaufen wir den ganzen Park. Gut, am Hinfahren verkaufen. Ganz entspannt. Ganz cool bleiben. Kriegen wir jetzt hier eigentlich wieder genug Schweinchen? Schweinchen haben wir jetzt wieder genug. Jetzt können wir wieder Schweinchen abreißen. Schweinchen haben wir. Oh. Glühbirnenfabrik abgefackelt. Das ist schlecht. Ja, wenn wir die ganze Wolle hier nicht mehr hätten, das wäre schon ganz nice. Aber industriemäßig wäre das schon ganz okay, wenn das alles auf einem Haufen wäre. Ne? Wenn wir hier eine komplette Stadt... Und macht, glaube ich, Sinn. Macht einfach mehr Sinn. Es fehlt aber momentan ein Schiff. Ein Schiff wäre jetzt von Vorteil. Ich überlege, ob ich mir jetzt erstmal eins kaufe oder eben halt jetzt warte, bis ich nochmal so einen Frachter bekomme. Weil, also wir müssen auf jeden Fall hier... ja, das ist cleverer, wenn wir das auf der Hauptinsel machen. Da haben wir ja dann auch Strom. Das macht ja viel mehr Sinn. Na, dann werden wir hier einfach alles vollbauen mit Häusern. Wie kommen Sie darauf, und dann wird das schon. Haben Sie ein reines Gewissen? Jetzt nochmal an irgendein Item, was wirklich mal Sinn macht. Aber wir kriegen wieder mal nichts. Jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen Geld. Und es kommt wieder mal nichts bei rum. Einkommen plus 25%. Na also... Schnaps, Rum, Bier, Sekt. Bringt alles mehr Einkommen. Können wir aber nur eins kaufen. Nehmen wir das mit. 25% mehr Einkommen. Das nehmen wir jetzt erstmal mit.
Das hauen wir auch erstmal hier mit rein und dann wird das schon. Du bist hier angekommen. Zack, können wir das hier erstmal wieder verkaufen. Unterwäsche. Oh, endlich kann ich mal diese Winde. So, erstmal Stahl gekauft, damit wir das schon mal drin haben. Und als Kostenvarieté. Reichweite, Marktplatz. Schule, Universitäten, das ist doch den, den wir schon drin haben, ne? Gut, der ist ja auch gar nicht schlecht. Kriegen wir mehr Einkommen und so weiter und so fort. Aber was könnten wir noch bauen? Das kostet alles so viel Geld, wenn ich jetzt hier draufklicke. Ja, ist ja wieder klar, wir kriegen wieder nichts. 12 Zufriedenheit bringt uns nichts. Reparaturkran, alles Quark. Neue Befehle? Gut, bringen wir Stahl hin. Dann. Nun ja. Die Werft können wir noch nicht bauen. Uns fehlt Beton. Aber nicht mehr viel. Wenn wir jetzt hier mal die Zeit ein bisschen durchtickern lassen, haben wir's. Dann würden wir das Kraftwerk kriegen, dann können wir unsere eigenen Schiffe herstellen, dann geht's voran. Gut. Machen wir es erstmal so. Danach bauen wir alles andere. Verspätung wegen Zug. Den geht's gut. Die zwei Züge reichen vollkommen. Wenn wir den jetzt ausbauen, kostet mich mehr Beton. Vergiss es. Gerade froh, dass die Nummer hier so gut läuft. So, Stallträger haben wir. Reicht das vom Fisch her? Wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und wir können den Fisch ja dann auch komplett wegnehmen. Bloß, was fangen wir denn mit dem Platz hier an? Lagerplatz brauchen wir ja eigentlich nicht. Und alles andere wäre jetzt erstmal nicht so wild. So, erstmal ist er wieder da. Er bringt jetzt das Item hierher. 25% mehr Einkommen. So, wen nehmen wir dafür raus? 3% mehr Einkommen, Sekt rum. Ist eigentlich vollkommen egal, wenn wir rausnehmen, ne? Nee. Ist nicht egal. Die Waffenruhe wurde beendet. Den könnte ich nur eintauschen. 25. So, jetzt geht's voran. Arbeitskräfte haben wir hier. Wenn wir die Arbeitskräfte rausnehmen, können wir noch nicht machen. Dazu müsste ich den Pendlerkai aktivieren. Das können wir aber auch erst machen, wenn wir genug Geld haben. Und den auch gebaut haben. Dazu brauchen wir wieder Beton. Und Beton haben wir nicht. Beton wird noch gebaut. Also hergestellt. So, dann verkaufen wir noch irgendwas, was wir gerade nicht brauchen. Wie wäre es mit Kohle? Lassen wir ihn hier hin und her fahren und Kohle verkaufen. Die Insel bleibt erstmal so stehen. Stellen mal ein bisschen was her. Wird schon funktionieren. Weil hier haben wir nochmal Zink und Kupfer. Das ist alles kein Problem. Davon haben wir genug. Das Problem ist Eisenerz, nach wie vor. Das heißt, hier können wahrscheinlich nur Bauern und Arbeiter wohnen. Das geht nicht anders. Das ist aber auch erstmal ganz okay. So, das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 Ressourcen, die hier rüber transportiert werden. Es sei denn, ich produziere meine eigene Seife. Was eigentlich nicht blöd wäre, wenn ich die Seife hier produzieren würde. Ja, ich könnte ja komplett auslagern. Nee, das passt nicht. Die Schweinchen brauche ich vielleicht auch nochmal für die Konserve. Ja, gehen wir mal nicht auf den Sack und hört mein Freund. Das ist unsere Zukunft. Kommt schon. Ich brauche ja, guter Junge. Sehr gut, wir sind wieder Freunde, das ist gut. Wir brauchen Würstchen. Spielstand für ist nicht viel Geld, aber alles, was wir so kriegen können. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Oh, sonst noch was hier, was wir brauchen können? Nein. Jeder ein Schiff versinkt? Wo? In dem Bay irgendwo? Neue Befehle? Was liegt da?
Nehmen Sie es mit, könnte legendärer sein. Ist heute nicht das erste Mal. 20 Goldbarren. Der brauchst du auch bestimmt nicht mehr fahren. Den holen wir erstmal zurück. Das ist erstmal das Schiff, was wir hier brauchen. Ah! Aufsammeln. Egal was es ist. Erstmal gucken, was es ist. Oh, eine Kanone. Fahren wir nach Hause. Wer sucht Streit? Lass mich in Ruhe. Schieß ihn ab. Ja. Hinfahren, aufsammeln. Komm, schnallen ab. Ja. Hey, Junge. Das ist so geil. Ja, meine Damen und Herren, man muss es selber einfach nicht drauf haben. Es reicht einfach, wenn alle anderen sich bekämpfen und du daneben stehst und die Sachen einfach einsackst. So spielt man dieses Spiel. Ich bin so der kleine, ich bin diese Vogel, der diesen hier, der den anderen, der den großen Fischen und Walen so das Essen raus aus den Zähnen pickt. So einer bin ich. Schöner Job, mach ich gern. So, wir nehmen jetzt also von hier aus Brot mit. Kommen Sie jetzt erstmal her. Haben wir denn genug Rum für die ganze Sache? Wieder ein Schiff angeeckt irgendwo. So, haben wir noch Seife hier? Wie viel Seife haben wir denn hier? Der Ruhe, der Gemütlichkeit. Ja, Seife ist jetzt nicht unbedingt unser Steckenpferd. Seife, Schweinchen und Brot. Das nehmen wir jetzt erstmal mit hier rüber. Wie sieht's aus? Können wir jetzt das Schiff bauen? Ich sehe immer wieder. Nein, uns fehlen noch ein paar Steine. Wie ist es hier mit der Steinproduktion? Wie läuft's denn hier so? Die sind nicht ans Stromnetz angeschlossen. Wie viel Leben haben wir denn? Kommen wir mit dem Strom da eigentlich noch näher ran? Nee. Das ist sehr bedauerlich. Aber es gibt eine Möglichkeit. Wir können Tetris spielen und jetzt haben wir. Nein, nicht an. Willst du mich verarschen? Haben wir zurzeit keinen Strom oder wie? Ah, das ist nicht gut. Wir sind momentan. Wir bräuchten nur irgendein Item, was uns noch mehr Öl gibt. Ja, haben wir nicht. Schade. Los, stopp, schade. Wenn wir den ausstellen zurzeit. Das Problem ist, ich weiß natürlich jetzt nicht, das musste jetzt in Druck gehen. Ob der noch bis da rüber kommt. Ich glaube jetzt einfach mal, oder ich hoffe. Wir haben einfach nicht genug Öl hier für den ganzen Spaß. So, jetzt haben wir erstmal Brot und Dings hier drüben. Brot und Spiele für die Welt. Weil der hintere muss auf jeden Fall laufen. Den brauchen wir. So, du nimmst erstmal hier das Item ist eigentlich ziemlich gut. Das brauchen wir eigentlich noch. Konserve, Metzgerei, weniger Arbeiter. Können wir verkaufen. Den brauchen wir vielleicht nochmal. Den Ofen brauchen wir auf jeden Fall. Den Ofen könnten wir doch eigentlich hier reintauschen. Für die Bäckereien wollen wir den Ofen rein. Wenn wir den Ofen reinhauen, haben wir zwar 10% mehr, aber könnten dadurch alle buffen. Das heißt, wir hätten jetzt richtig, richtig Brot. Richtig, richtig Brot hätten wir jetzt. Sind doch beide dieselben. Warum stapelst du die nicht? Danke. Komm, wir nehmen mal Leben mit. Können wir das erstmal wieder verkaufen fahren? Gucken, ob wir noch irgendein Item bekommen. So, wie sieht's aus? Noch 11 Steine. Noch 11 Steine, dann geht's hier los. Wir bauen das Schiff. Und dann geht's hier hinten erst richtig los. Dann stampfen wir aus dem Nichts hier eine Stadt raus. Zack, zack. Wenn wir das Schiff haben, geht's los. Jetzt sind wir Stufe 34. Puh.
Vom Fischer müsste das hinkommen. Das müssten wir schaffen. Ach komm, ey, echt jetzt? Komm, reißen wir es ab und bauen jetzt. Gut, wie du willst. Ich will da einen haben und da einen haben. Und das kriege ich ja auch. Ich kriege immer das, was ich will. Nur no, eigentlich nicht, aber. So. Brauchen wir das nämlich auch schon mal. Kein Platz mehr frei. Wehe, das passt nicht. Was führt sie zu? Scheibenkleister. Das würde ich jetzt reklamieren. Kriegen wir jetzt aber auf die Schnelle auch nicht geändert. Also mit anderen Worten, naja, wir müssen alles verschieben. Deswegen 4, nö. Komm. Nicht heute. Dann lassen wir hier erstmal 2 stehen, das wird schon irgendwie reichen. Immer noch nicht genug Steine. Wie sieht's denn auf? Wir machen 3000 Gewinn, das ist schon mal gut. Das heißt, ich könnte ja den Pendler Kai hier bauen, aber dann habe ich den anderen nicht. Also, das bringt's dann auch erstmal nicht. So. Wir könnten das Item, was wir hier haben, dieses Item können wir erstmal nutzen. Damit kann der erstmal rumfahren. Dann kann er sich ein bisschen, kann er sich toll vorkommen. Apropos. Nein. Mal kurz hier ran, du kannst noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Hier, komm, wenn wir alles nicht haben, aber Kohle haben wir. Kohle haben wir doch. So, Schiffchen. Verkaufen. Gibt's was Schönes? Reichweite nicht. Einkommen plus 25, können wir uns den leisten? Ja. Komm hier. Meins. Den Philemine, den bräuchten wir auch. Den können wir uns aber gerade nicht ganz leisten. Halt, abwarten und Tee trinken. Das Geld haben wir gleich. Der ist für die Mine. Den brauchen wir ganz dringend für eine Eisenerzmine. 50% mehr Produktivität und dazu noch weniger Arbeiter. Das ist super. Den haben wir dann schon mal. Die Menschen lassen sie hochleben. Wir wissen ja nicht, wann der nochmal kommt. Na, hier sitzen wir wieder und würfeln hier 1000 Mal. Komm, 700. Leck mich! Unverschämt. Unverschämt. Und Ärger. Ein Glück sieht man mein Gesicht nicht. Gut, warte. Wie sieht's hier aus? Na, Schoko Grossi, alles klar bei dir? Er kann mich hier nicht leiden. Erklärt mir den Krieg. Wer ist jetzt hier der Bösewicht, ne? Ich mag ihn, der ist mir eigentlich sehr sympathisch, solange er mein Freund ist. So, ganz gemütlich. Wir haben es gleich. Wir bauen jetzt gleich die Werft. Uns fehlt gerade das Geld. Was wir jetzt nicht gehabt hätten, wenn wir das Item gekauft hätten, aber okay. Wie immer meine bescheidenen Zufriedenheit. Endlich kann ich mal haben wir sonst noch was wir... Nee, ist okay. Das bringen wir jetzt hier hin. Nein, es wäre ein schöner Auftrag, aber fahren wir ein bisschen schneller. Neue Befehle? Wie sieht es eigentlich aus mit dem Kaffee und so? Kaffee haben wir noch? Oh, sieht ganz okay aus. Mehr als bereit. Kohle, Paprika, alles läuft. Komm Schiffchen, fahr. Ja. Wir brauchen dann noch ein bisschen wieder Zufriedenheit reinbringt. Aber jetzt haben wir erstmal Geld. Unbegrenzte Macht. Schwuppdiwupp, da ist er. Schwuppdiwupp, da ist er. Wenn wir den einen darüber stellen. Den so machen und den dann so hinstellen. Dann sieht das so aus, als wenn ich so geplant hätte und denkt jeder, ich bin toll. So.
Dabei ist es purer Zufall, aber das sage ich keinem. Die Reihe lehnen wir noch ab. Wir bräuchten jetzt noch ein... Aber wohin? Und wenn wir das jetzt näher zusammenstellen, wäre das nicht clever. Wir müssten, glaube ich, diese beiden Häuser nochmal abreißen. Wenn wir die jetzt so hinstellen, dann wäre jetzt wieder Platz da. Dann hätten wir hier ein bisschen mehr Platz. Der könnte ein weiter in die Mitte reinrutschen. Die Waffenruhe wurde beendet. Und hier würde man behaupten, ich habe das mit Absicht gemacht. Nein. Gut gemacht. Perfekt. Sehr gut. Jetzt haben wir hier nämlich wieder Platz und jetzt können wir hier, wo ist er, ihn hinbauen. Super. Wenn wir das jetzt so bauen und so bauen, werden hier noch welche frei. Müssen wir sonst noch was bauen? Eigentlich wären die jetzt glücklich. Eine Kirche. Ja, da, ja, ist, ja. Ne? Dann, boah. So, das hätten wir auch geklärt. Jetzt sind alle glücklich. Jede Zelle. Ach nee, jeder Bürger meiner Insel ist glücklich. Den brauche ich ja eigentlich nicht. Den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Den können wir garantiert noch irgendwo einsetzen. Nach Hause. IT nach Hause telefonieren. So, wie sieht's aus? Nein, wir haben immer noch nicht genug Geld. Du bring jetzt mal das Buch her. Das gute Buch. Komm, nein, du kannst auch hier vorne. Ist mir egal, wo. Platz aus. Zack. Hier, hier. Du kannst dich bei denen mit hinstellen. Komm schon. Können Sie mir vielleicht irgendein Restaurant? Ja! Inneres Bedürfnis. Inneres Bedürfnis. Hier. Komm, stell's dahin. Da will ich's hinhaben. Da. Perfekt. Viel Spaß beim Bauen. Gut, wenn wir das Frachtschiff haben, können wir hier die Sachen wunderbar hin und her transportieren. Dann müssen wir das... Bauen wir dann alle Bauern und Bürger da drüben? Eigentlich müsste das reichen, ne? Rein theoretisch? Das heißt, wir bräuchten dann keine... Also die Arbeitskleidung, ja, die produziere ich dann trotzdem hier. Aber die brauche ich ja dann nicht mehr hier, ne? Na, und die Fische produzieren wir trotzdem hier? Ja, das macht sich einfach besser, weil wir dann, wenn wir hier falls noch einen legendären bekommen, können wir den dann hier auch noch einsetzen hier, ne? Es gibt hier den Willibald hier, der Gold nebenbei produziert. Den plane ich schon mal mit ein. Den habe ich zwar nicht, aber... So, Arbeitskräfte, 15%. Wie viel fehlt denn noch, dass wir hier den Kai bauen können? Oh, 25.000, oh, komm schon. Wir können dieses Schiff verkaufen. Ja, komm, wir verkaufen dieses Schiff. Wir brauchen sie jetzt eh nicht mehr. Kommen Sie her, kommen Sie ran, junger Mann. So, du fährst. Ach komm. Was soll der Geist? Du fährst jetzt hier oben hin, dann verkaufen wir dich. Und du gibst die Kanone ihm. Dann hat er noch ein bisschen was zum Schießen. Und ja, du stehst erstmal hier und freust dich. Und dann müssen wir nebenbei nochmal mit ihm, mit meinem guten Freund hier verhandeln, damit er noch mein Freund ist. Ja, plus eins ist besser als gar nichts. Ich könnte auch bei ihm eine Aufgabe machen, ne? Aber. Schön, dass wenigstens eine Person. Wollen wir bei ihm mal eine Aufgabe machen? Ich weiß nicht. Ne, machen wir beim nächsten Mal. Jetzt verkaufen wir das Schiff. Warten, bis das Schiff fertig ist, stellen die Route ein und dann machen wir Feierabend für heute. Na, und dann läuft das auch erstmal. Dann weiß ich nämlich bis dahin auch alles, was ich machen wollte. Weil, wie gesagt, dann jetzt mache ich erstmal dann fast eine Woche Pause. Ich mache hier Urlaub. Und dann muss ich mich ja auch daran erinnern können, was ich machen wollte. So, hier müsste eventuell noch mal ein neuer... Kostet das Ding eigentlich? Nee, das kostet kein Beton, oder? Ich wollte schon sagen. Können wir
das können wir das hier nicht einfach so? 50 Steine, komm. 10 Steine, mach auch nichts. Herzlich willkommen, zack, zack, zack. Zeit für ein Nickerchen. Wahrhaft königlich. Militär wird momentan abgerüstet, komm ran hier. So, wir sind reich. Pendlerkai. Beton. Haben wir gleich. Wie viel kostet der? Der ist billig. Bereit für neue Befehle. Einfach nur wegen der Deko. Ne, es muss einfach wegen der Deko sein. Sieht zwar dämlich aus, aber es macht alles, am Ende macht ja alles Sinn. Ich weiß zwar nicht, wozu die Lautsprechermoral hier ist, aber... Brauchen tun wir sie nicht, aber falls wir sie doch noch brauchen sollten, hätten wir sie da. So, einmal Beton noch. Ja, na also, zack. Ein letzter Blick. Das ist einfach nicht schwer heute. Ja, ist ja gut, dann spann dich. Ich komm gleich vorbei. Kauf was. Ja, ich weiß, ich bin der Idiot. Das sagt er ständig bei mir. Immer wenn ich diesen Spielstand lagere, sieh an, der Idiot ist zurück. So, Hauptsache wir kriegen erstmal Geld. Ich weiß, unser schwarzer Kollege wird jetzt gleich wieder böse sein auf mich. Nur weil er damit nicht zufrieden ist, mit dieser Einstellung. Wow, ey. Da habe ich das Buch schon eingetauscht. Nee, habe ich noch nicht. Wenn ich den jetzt eintausche, dann haben wir 2 Arbeiter zu wenig. Das ist egal. Das ist egal. Wo? Netter Versuch. Kommen Sie später nochmal wieder. Alles im Namen Ihrer Majestät. So. Und alles mit dem Zack. Admiral auf der Brücke. Das jetzt hier hin. Dann bauen wir einen Pendlerkai und dann ist hier, dann ist es endlich geschafft. Schweißgebadet. So, das ist der Kollege, der jetzt hier gleich alles hin und her schippert. Da fehlt mir auch noch Stahl, ja, da können wir jetzt erstmal nicht machen. Wer schießt hier auf wen? Da liegt was. Kommen wir da irgendwo schnell ein Schiff? Hier, fahr mal schnell ran da. Vielleicht ist das was. Hier, Kaffee brauchen wir nicht. 3 Torpedos, nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Hier, kannst du den Kaffee wieder mitnehmen. Baumwolle haben wir erstmal genug. Die Welt ist erstmal in Ordnung. So, du bist jetzt hier. Zack. 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 Ja. Na, wir kriegen nämlich die 50 Leute, nämlich von nebenbei nehme ich auch noch mit und deswegen sind wir wieder im Plus. Ne? Jede Insel, die miteinander verbunden ist, plus diese Expansion, kriegt man immer noch die Leute von da auch noch mit dazu. Das ist echt geil. So, jetzt die Route einstellen, das darf ich nicht vergessen. Route, du fährst von hier aus darüber. Also, wir brauchen Fisch, wir brauchen Arbeitskleidung. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Seife brauchen wir auch. Und dann brauchen wir noch Bier. Nicht wahr? Frage ist, ob das Bier ausreichen wird. Dann hatten wir alles da drüben. Aber wenn wir wirklich die Seife könnten wir selber produzieren. Das ist nicht viel. Die könnten wir sogar von dort wieder abholen lassen, quasi. Wie machen wir das? Charterroute? Ich schicke da nur ein Schiff hin. So viel ist klar. Charterroute. Seife ist erstmal egal. Weil wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen das Geld. Das heißt Schnaps. Aber Schnaps haben wir kaum noch. Können wir jetzt Schnaps von da produzieren? Schwierig. Schiff unter Beschuss.
Die Seife ist erstmal scheißegal. Das laden wir erstmal aus. Den lassen wir erstmal fahren. So. So, jetzt geht's erstmal los. So, wer schießt jetzt hier schon wieder auf wen? Das ist ja lästig mit euch. Da liegt schon wieder was im Wasser. Welchen legendären retten wir heute? Nur Segel. Brauchen wir nicht. Schmeiß über Bord. Du willst doch jetzt nicht hier ernsthaft. Warum schießen diese Türme eigentlich nicht auf die? Ist er mit dem Piraten hier dick Freund oder wie? Jetzt reicht mir das aber hier. Kollege, stell dich mal genau dahin. So. Das heißt, wir transportieren hier erstmal alles rüber. Jetzt haben wir erstmal wieder genug Leute. Wir haben genug Arbeiter. Das ist erstmal richtig geil. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal updaten. Ja, wenn wir Stahl hätten, dann könnten wir updaten. Haben wir Stahl? Nein. So, wir haben noch ein bisschen Platz hier. Produziere ich hier meine eigene Seife? Ich könnte hier auch Vollzeit-Seife produzieren. Wie sich das anhört. Vollzeit-Seife produzieren. So, das wird jetzt erstmal weggenommen. Das wird jetzt hier erstmal vollgepflastert mit Häusern. Das kannst du aber wissen. So. So, diesmal ja nicht vergessen. Wir dürfen ja nicht vergessen, hier jetzt, ja. Genau. Ja, das ist dämlich. Eigentlich, an sich. Mal gucken. Also, wenn wir das jetzt so machen. Bis hierhin gefällt mir das ja eigentlich ganz gut. Das Haus kommt dahin. Das ist gut. Das kommt aber von der... Ach, ist schon wieder nicht so, wie ich das haben will. Ich mach Sprache zu sprechen. Wie kriege ich das hier nur ordentlich hin? Gar nicht, gar nicht. Ruft's aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Tschalala. Lalalala. Das sieht nicht gut aus, aber das ist egal. Gut, wir müssen das oben nochmal anders ordnen. Also hier ist das ja okay. Hier sehe ich das ja alles ein. Aber hier wäre das. Das ist doch scheiße. Kriegen wir das nicht irgendwie besser hier? Guck mal, da hätten wir das Problem schon mal gelöst. Wenn wir das jetzt hier so hinbauen. Kriegen wir den aber nicht mehr? Also wir kriegen den schon aber. Denke, Gehirn. Ja, es ist genau einer zu wenig. Egal wie ich es mache, einer zu viel oder einer zu wenig. Reicht das überhaupt vom Weg her? Ist auch wieder so eine Frage. Ja, dann reißen wir dieses eine Haus ab. Das. Dann machen wir das so, dann können wir das nicht machen, dann müssen wir es so lassen. So. Diesen Sonntag spende ich. Herr Doktor, alle Häuser ignorieren mich. Der nächste bitte. Dann hat er mich blöd angegriffen und seinen Schnupftabak überall verstreut. Wo könnten wir, ja, wenn wir das. Wenn wir. Diesen Sonntag spende ich die Frage aller Fragen. Wenn wir das jetzt hier so machen, könnten wir hier noch Platz schaffen. Das ist nicht viel, aber es geht hier einfach nur um Beschaffungsmaßnahmen an sich. So, du hast einen Anschluss. Dann hätten wir ihn hier. Gut, ob ich will oder nicht, ich muss es so bauen,
Damit würde sich das hier quasi nochmal verschieben. Das sieht zwar alles dumm aus im ersten Moment, aber dadurch, dass wir den Platz haben, bauen wir es so. Was soll's? Wunderbärchen. Haben wir alles. So, Fisch und Dings. Der kann hier hin und her fahren. Ohne Ende. Dann hätten wir jetzt hier Platz. Müssten jetzt hier noch die Sachen holen. Bisschen was ausbauen, damit wir hier noch Seife bekommen. Wieso brennt hier dann schon wieder alles? Apropos, wie läuft's hier? Wollen wir jetzt hier beide so lange hin und her kaufen, bis du keine Lust mehr hast? Würde ich dir aber nicht raten, mein Freund. So. Wir haben noch hier eine Feuerwehr zu stehen. Wo ist denn die andere Feuerwehr? Da ist doch auch noch eine. Die Flammen wurden gelöscht. So, ja, mit dem Schnaps könnte das echt a little bit enge werden. Haben wir nur noch Kartoffeln? Ja, Kartoffeln haben wir noch. Na, erstmal kommt hier die Schweinchenfarm weg. So. Dann kommen hier neue Kartoffeln hin. Passt das von der Menge? Das ist fast richtig abgetimt, bis auf ein Feld. So, dann knallen wir jetzt hier einfach nochmal eine Schnapsbrennerei hin. So. Muss erstmal reichen. So. Den Rest haben wir erstmal nicht. Du bist nochmal da. Dann bauen wir das jetzt noch mit dem... mit der Seife auf und dann Schluss mit lustig. Dann haben wir ein Riesenproblem geklärt, nämlich dass wir hier die Arbeiter jetzt endlich alle updaten können. Ohne großartig Probleme können wir jetzt hier, hau drauf, immer gib ihm lustig, die Häuser updaten. Wenn wir das haben, können wir hier die Weltausstellung hinbauen und dann sind wir glücklich. Brauchen wir nur noch Öl, das mit dem Öl klären wir auch. Wir sind Stufe 36, das geht ja zum Anfang immer noch recht fix. Hier fehlt immer noch ein Item. Haben wir da noch irgendwas? Haben wir noch irgendwo noch? Ja, hatten wir noch 15% mehr Arbeiter, aber die brauchen wir nicht. Momentan sind wir arbeitermäßig, sind wir gut dran. Das ist doch schön. Jetzt gleich wieder nach Hause fahren. Bring ein bisschen Stahl mit, wenn du schon mal da bist. Schiff unter Beschuss. Wer sucht hier Streit? Ganz schwerer Fehler, mein Freund. Was gibt's heute? 7 Geschütze. Brauchen wir nicht. Weiterfahren. Ich weiß, hätte man verkaufen können. Machen wir aber nicht. Wir sind schon tot. So, nochmal Häuser bauen. Nein. Ruhe. So. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Der darf jetzt hier nochmal zu Ende wirtschaften. Den stellen wir einfach mal hier hin, bis die restliche Wolle weg ist. Wenn die restliche Wolle weg ist, die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Hier könnte noch ein Häuschen hin. Oder eine Feuerwehr. Ja, brauchen wir noch eine Feuerwehr? Weiß nicht. So, hier haben wir ja noch genug Platz, ne? Bis hier hinten reicht das ja eh nicht. Deswegen können wir doch hier jetzt, ne? Oh, das passt doch so schön. Mit viel Liebe bauen wir jetzt hier noch ein paar Schweinchen hin. Warte, wie passt das hier am besten? Da nehmen wir den Abstand mäßig. Doch hier spielen wir schön brav Tetris und gucken, dass wir das jetzt hier ganz toll verteilt bekommen. Spielstand gespeichert. Ach, hier haben wir schon das Limit erreicht. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Die Waren stapeln sich hier. Mit seiner Einstellung nicht einverstanden.
Warte mal. Wenn ich den jetzt so... Der braucht ja nur einen Anschluss. Das reicht ja vollkommen. Wie viel brauche ich denn da? Zwei müssten eigentlich wieder vollkommen ausreichen. Jetzt von der Theorie her, ne? Wenn ich das jetzt hier... Nein. Ich werde das jetzt hier so anschließen erstmal. Ne? Mehr bräuchten wir ja nicht. Nein, nicht kopieren. Den hier rüber. Den hier hin. Ich meine, der wird sowieso zu viel Seife produzieren. Das ist schon mal klar. Die könnten wir aber noch rüberschiffen lassen. Tja, Dings. Nö, das sollte doch jetzt rein theoretisch von der Produktionsleistung her hinkommen. Na, eine Minute Verarbeitungszeit, eine Minute. Und er braucht 30 Sekunden. Das heißt, bei zwei müsste das doch alles dann funktionieren. Kommen wir doch gut hin. Hätten wir hier Seife, Charterroute kümmern wir uns später drum. Machen wir beim nächsten Mal. So, erstmal die Häuser hier alle updaten. Vor allen Dingen die, die alle im Umkreis stehen. Das ist ganz wichtig. Alles andere drumherum ist erstmal Bonus, aber die sind wichtig. So, haben wir noch eine ganze Menge geschafft heute. Alles im Namen Ihrer Majestät. Holen wir jetzt noch Stahl. Fahren das nach Hause. Vielleicht gibt es hier nochmal ein Item. Aufstandsgefahr bis 20%. Reichweite Kapellen. Reichweite Marktplatz. Zufriedenheit. Können wir uns nicht leisten. Schade. Gut, jetzt fahren wir noch nach Hause, das Schiff, und dann ist Schluss. Man kann immer nicht aufhören, ich weiß, aber... Ich warte jetzt noch, bis der Stall da ist. Bis dahin kann ich noch ein paar Häuser updaten. So. Ich würde mich am liebsten gleich im Bad ertränken. Dann fehlt uns noch... Ja, jetzt müssen wir die Häuser dann ordentlich alles updaten. Dann bauen wir das Clubhaus definitiv noch. Ne, wenn das Clubhaus da ist... Haben wir erstmal alles. Jetzt ernsthaft. Es fehlen jetzt noch 13 Steine. Dann halte ich genau hier an, damit ich beim nächsten Mal genau weiß. Der Hafen wird angegriffen. Ach, leck mich doch. Machen wir beim nächsten Mal. So, dann heißt es beim nächsten Mal weiter die Stadt ausbauen, damit wir dann endlich dazu kommen, das Fundament zu legen beim nächsten Mal für die Weltenausstellung. Ja. Und dann können wir dann den totalen Krieg erklären. Da drüben fehlt momentan Strom, das ist aber nicht so schlimm. Kriegen wir noch hin. Probleme werden noch gelöst. Wir kriegen das hin.